Also, die beiden Spitzenkandidaten von Ihnen sind massiv in der Kritik. Maximilian Krah beschäftigte einen Mitarbeiter, der für China spioniert haben soll. Man muss es einfach nochmal zusammenfassen. Und gegen Peter Bistron gibt es den Vorwurf, dass er Geld von russischer Seite angenommen haben soll. Also Sie haben es recht schon gesagt, Sie haben zweimal soll gesagt. Ja, weil es noch nicht vor Gericht entschieden ist. Naja, wir sind in einem Rechtsstaat. In einem Rechtsstaat gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Bei der SPD ist bewiesen, dass ein SPD-Abgeordneter 300.000 Euro entgegengenommen hat für Einschleusung von chinesischen Menschen, ja, also NRW kann man nachschauen, 9,6 Millionen Euro sind geflossen, darunter auch CDU-Abgeordnete, bei denen es ausgezogen ist. Wie Sie auf alle hier zeigen, ich würde einfach mal sagen, wenn Sie mit einem Finger auf einen von uns zeigen, sind vier Finger also, gegen Sie. Ja, das weiß ich, dass ich 5 gegen 1 hier spiele, weil das immer so ist, weil wir die einzige Alternative sind, weil wir die einzigen sind, die etwas anders haben wollen. Bei allen anderen Parteien bekommen Sie immer grüne Politik. Vielleicht für Sie gut, für alle anderen ist aber auch klar, ich meine, Sie machen alle dasselbe. Aber ob Herr Krah, es geht um den Mitarbeiter von Herrn Krah, nicht um Herrn Krah selbst. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, wie kommt der Mitarbeiter überhaupt dazu, dass er im Europäischen Parlament beschäftigt wird? Meine Mitarbeiter werden von der Bundestagspolizei kontrolliert. Die werden mit Sicherheit im Europäischen Parlament auch kontrolliert. Warum wurde Herr Krah nicht darauf hingewiesen? Wurde vielleicht eingeschleust? Okay, wir werden es vor Gericht klären.